Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen zu einem, joa, ich sag mal, neuen Projekt. Habe ich mal ein bisschen Lust zu. Ein bisschen was anderes hier auf dem Channel. Und wir starten nämlich mal mit Workers and Resources Soviet Republic. Joa, ich spiele das Spiel momentan privat auch so ein bisschen. Ist ganz nice. Das ist ganz nice, eigentlich richtig cool. Allerdings auch saumäßig schwer. Und wir werden natürlich auch ein schwieriges Spiel spielen. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal rein. Wir nehmen eine Karte, habe ich aus dem Workshop. Wir spielen das Ganze auch schwer. Also ich mache jetzt nicht alles auch schwer, ne? Also ich mache jetzt hier einen realistischen Modus rein. Das heißt, wir können keine Gebäude oder keine Infrastruktur können wir nicht abreißen, sondern die müssen wir quasi aufbauen bzw. noch abbauen. Energiemanagement machen wir für Gebäude und Fahrzeuge. Wasserwirtschaft machen wir rein. Machen wir Müll und Abriss komplett rein. Wartung geht komplett rein. Sommer-Winterzyklus geht komplett rein. Feuer in Gebäuden mache ich normal. Globale Ereignisse machen wir normal. Umweltverschmutzung machen wir normal. Bildung machen wir normal. Also komplex. Ja, das heißt, sie müssen dann, ne, Kindergarten, Schule, Universität eventuell dann durchlaufen. Das ist sehr, sehr kompliziert. Kriminalität machen wir rein. Komplex mal die Verkehrssimulation, Forschung machen wir rein. Und ja, bewegende Sonne, Produktionsstart, machen Start 1960. Ja, wie gesagt, die Karte findet ihr im Steam Workshop. Könnt ihr euch die runterladen. Ist, glaube ich, die dritte oder vierte direkt, wenn ihr die Karten raussucht, die am häufigsten abonniert sind. Dann machen wir jetzt erstmal kurz Pause. Also, wir starten am 23. Februar 1960. Und wir haben einmal kurz eine Erklärung. Hier einmal. Rot Sterne, das ist so quasi die Grenze zur Sowjetunion. Und einmal ist hier irgendwo blaue Sterne, glaube ich, irgendwo. Wo sind sie denn da? Genau, das ist dann die Grenze quasi zu Europa rüber. Genau, und ich würde vorschlagen, wir starten hier vorne in Nachamo. Da werden wir beginnen. Und ja, da legen wir los. So, wir müssen jetzt erstmal, bevor wir irgendwie, können jetzt nicht einfach bauen, so wie bei Cities Skylines, sondern kommen dann Gebäude raus und fertig. Das hier ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Das heißt, wir können jetzt auch noch keine Asphaltstraßen bauen, sondern müssen echt mit unbefestigten Straßen auskommen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal hier, mal jetzt mal eine Straße rein. Ja, ich hätte gerne 0 Grad. Erstmal eine gerade Strecke. Und dann könnte über F2 kann man hier quasi mal schön die Höhenlinien einblenden. Würde ich jetzt ganz gerne einfach hier vorne einmal eine Straße gerade hochbauen. Einmal so 425 Meter. Und dann sind wir nämlich einmal hier. Genau. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal so ein bisschen hier raus. Ungefähr hier hin. Und dann ziehen wir mal hier. Winkel 88. Achso, wir müssen ja kleiner werden. So. 90 Grad. Und ziehen das Ganze jetzt erstmal hier gerade ein bisschen durch. Und werden dann hier erstmal anfangen, unsere Stadt ein bisschen im Voraus zu planen, weil es gibt so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ich werde damit sicher gleich auch schon wieder einige Sachen total vergessen und falsch machen. Genau, mit STRG, ach, mit STRG sage ich schon, mit dem Mausrad, was ihr hier rumscrollen könnt, könnt ihr den Winkel der Straßen quasi ein bisschen stellen. Kann man sich hier so am Gelände entlanghangeln. Finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Dann machen wir das erstmal so. Dann würde ich sagen, ja, weiß nicht, können wir den Bereich hier oben eigentlich auch noch schön mit nutzen. Dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal hier einfach gerade rein. Machen wir mal so 235. Machen wir 220 Meter. Na gut, jetzt wäre es natürlich ganz cool. Ich weiß das nochmal kurz einmal ab. Würde ich hier ganz gerne erstmal noch gerade reingehen. Boom. Gehen dann einfach hier. Da kann man jetzt schon nicht gerade verbinden. Das ist jetzt wieder ein bisschen doof. Dann müssen wir das mal abreißen hier. Das mal so. Gehen wir das jetzt einfach mal gerade hier rein. Gucken, ob wir jetzt. Hier kommen wir auch nicht gerade ran. Schade.
natürlich zu einfach gewesen, ne? Ach, Mist. Aber wie kriegen wir das dann am besten hin? Also ganz ohne Winkel lässt es, glaube ich, nicht vermeiden, ne? Nicht so ganz planen irgendwie. Er hat immer einen Winkel drin, ne? Also wir können natürlich jetzt auch den hier irgendwie hinmachen. Das geht nicht. Natürlich weird hier, ne? Aber hat irgendwas. Ich lasse das mal so. Genau. Und dann ziehen wir jetzt mal den hier hinten rein. 90 Grad. Und dann ziehen wir den hier auch nochmal zu. Hat auch 90 Grad. Perfekt. Planen wir hier vorne nochmal ein bisschen was. Ey, oder? Umdrehen kann ich. Aber das ist ein bisschen schief, ne? Kann das sein? Ach, gibt's auch Druck. So, also, womit wir jetzt quasi erstmal starten müssen. Und das ist bei der ganzen Geschichte nicht so einfach. Wir haben jetzt natürlich auch generell verschiedene Ressourcen. Ich zeige mal ganz kurz einmal die Karte. Das ist quasi die Karte. Hier unten starten wir. Und wir haben jetzt hier auch natürlich, ne, Kohle und Erz und Öl und solche ganzen Geschichten. Allerdings können wir das Ganze noch nicht freischalten, weil wir das Ganze erstmal irgendwie forschen müssen. Wie das funktioniert, keine Ahnung, müssen wir rausfinden. So, aber womit wir jetzt erstmal starten, ist eigentlich relativ simpel. Wir brauchen erstmal, na okay, so simpel ist es an sich erstmal nicht, habe ich Ewigkeiten gebraucht, bis ich das mal gecheckt habe. Denn wir brauchen erstmal in irgendeiner Weise ein Depot. So, und dazu haben wir mehrere Fahrzeugdepots. Die sehen dann quasi so aus. Da kann ich dann Straßenfahrzeuge hinstellen und solche ganzen Geschichten. Alles super. Und Werkstätte, um die Fahrzeuge dann zu reparieren. Allerdings können wir uns momentan erstmal nur ein kostenloses Depot leisten. So, dafür setze ich das kostenlose Depot erstmal hier unten erstmal irgendwie. Machen wir das mal direkt an die Kreuzung. Ja, ich würde ganz gerne vielleicht an der Kreuzung noch ein bisschen geradeaus weiter. Vielleicht ist das ja machbar. Ja, dass wir da vielleicht später auch nochmal mit hinbauen können. Also, Straßenfahrzeug. Oh. Ganz gerne irgendwie. So. So, wir können 7 Stück von den Dingern bauen. Mehr ist nicht drin. Das bauen wir jetzt erstmal. Genau, und wir haben oben, wie ihr seht, einmal links, da oben, wo meine Maus gerade ist, haben wir einmal Rubel quasi und da haben wir einmal Dollar. Weil wir müssen gleich ganz viel Material von der Grenze kaufen. Ihr seht, da gibt es dann ausländische Arbeitskräfte, Abwasser, kann ich hier alles kaufen, verkaufen, exportieren und solche Geschichten. Und ja, das ist, wie gesagt, nicht einfach. So, jetzt haben wir aber erstmal ein Fahrzeugdepot. So, und jetzt brauchen wir, damit natürlich unsere Fahrzeuge auch Strom bekommen, brauchen wir natürlich erstmal eine kleine Tankstelle. Da gibt es eine Tankstelle, die ist kostenlos, die fasst um die 20 Treibstoff. Die werden wir dann jetzt erstmal hinbauen. Kurz nehmen wir noch ein bisschen von hier. Machen wir mal so. Genau. Tief, ne? Weiß ich gar nicht, sowieso immer mit abgerissen. Genau, damit das Ganze jetzt auch funktioniert, damit wir erstmal hier Treibstoff kriegen, brauchen wir jetzt erstmal ein neues Fahrzeug. Und zwar einmal, wo ist denn Flüssigkeitstank? Nehmen wir hier nach Gesamtkapazität. Und eigentlich brauchen wir erstmal von Treibstoff 11 Tonnen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal den hier. Weil der mit der günstigste ist. So, den kaufe ich jetzt. So, jetzt pass auf. Machen wir mal ganz kurz einmal das Spiel laufen lassen. Kommt jetzt gleich hier vorne von der Grenze angedüst.
kommt er hier rein. Kann man auch total witzig. Upp. Eine dynamische Verfolgungskamera. So, und der fährt jetzt erstmal hier vorne quasi in das Fahrzeugdepot rein. Da stellt er sich gleich erstmal hin und ist erstmal alles schick. Zack, geparkt, fertig. So. Einmal kurz pausieren. So, jetzt nehmen wir das Fahrzeug. Jetzt brauchen wir nämlich erstmal eine Linie. So, jetzt würde ich vorschlagen. Muss ich mal ganz kurz schauen. Ich muss das Fahrzeug anwählen. Wie gesagt, ich muss selber erstmal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ne, wir können das, glaube ich, auch hierüber machen, ne? Neue Linie erstellen. Genau, das Ganze nennen wir dann mal Treibstoff. Oder nehmen wir mal Benzin von der Grenze. Speichern das Ganze mal. So, das heißt, wir brauchen ja erstmal speichern. Genau, jetzt können wir nämlich einen Halt hinzufügen. Gehen einmal an die Grenze. Und gehen dann einmal hier an die Tankstelle. So, hier laden wir. Aber kann ich da nicht festlegen, was ich lade? Hm. Warte mal, da ist doch schon wieder irgendwo ein Fehler drin. Ja. Schon wieder Scheiße hier, warte mal. Fahrplan auf ein Fahrzeug. Halt. Ah, dahin. Okay, dann gehen wir dahin. Genau, dann werde ich die nochmal kurz rauslöschen. So, jetzt haben wir die Linie nämlich auch hier eingezeichnet. Das ist alles schick. So. Also. Jetzt wäre es ganz gut. An der Tankstelle wäre es ganz praktisch, wenn wir immer so 50% Treibstoff drin haben. Genau. So, und hier haben wir dann mit Treibstoff. So, jetzt speichern wir das Ganze mal. So, die Linie noch mal ganz kurz um. Einmal Benzin, Tankstelle, Grenze nach, wie heißt das hier? Nacho? Nachomo? Nachomo. Hör mal zu. Zack. Laden, Entler. Speichern das Ganze mal. Jetzt lasse ich ihn mal losfahren. Achso, jetzt genau. Ich muss jetzt Fahrzeug jetzt mal anklicken. Muss jetzt hier noch auf Starten klicken. Genau, jetzt will ich aber erstmal gucken, ob der auch wirklich startet. Also, er hat ja selber kaum noch Treibstoff drin. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Erstmal ein bisschen schneller laufen. Was mich halt nur interessiert, weil ich habe jetzt hier 50% eingestellt. Das heißt 10 Tonnen und dann dürfte er eigentlich nicht mehr fahren. Ob ich das richtig verstanden habe. So, hier hat er jetzt 7 Tonnen Treibstoff gekauft. Jetzt gucken wir mal. Und lädt er jetzt? Na, da hat er jetzt immer nur 50 Tonnen entladen. Tankt er erstmal selber auf. Okay, aber dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Dann ist das ein bisschen. Dann müssen wir doch nochmal gucken bei der Linie. Dann können wir eigentlich auch die Linie entladen. Können wir auf 100 machen. Aber nicht egal. So, kann ich dann noch erweiterte Einstellungen machen? Achso, maximal genau Treibstoff laden. Thank you.
So, jetzt haben wir hier 9,94 dran geladen. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen weiterlaufen. Um gleich einfach mal zu gucken, ob der dann auch aufhört, wenn die Tankstelle voll ist. Achso, wenn ihr natürlich jetzt nichts seht, also ich kann natürlich den Tag-Nacht-Wechsel, kann ich natürlich auch ausstellen. Das ist kein Problem. Schreibt das mal in die Kommentare, ob wir den ausstellen sollen oder nicht. So, jetzt haben wir 16 Tonnen drin. Macht da Licht an, ist alles schick. Und dann wollen wir mal gucken. So, er lädt jetzt 7 Tonnen. Na, das heißt, wir haben jetzt hier auch Export-Importkosten von 887 Rubel. Im letzten Monat waren es 2230. So, jetzt will ich mal wissen, ob er dann jetzt fährt er nochmal vollladen. Verstehe ich gar nicht, weil eigentlich hat man die Möglichkeit, sobald das Ding voll ist, wir gucken. Weil das wäre ja jetzt ein bisschen doof. Jetzt fährt er wieder dahin. Jetzt entlädt er aber eigentlich gar nichts. Jetzt fährt er wieder zur Grenze. Das ist ein bisschen kurios. Entladen. Wenn ich, das Problem ist, wenn ich warten bis leer mache, ist das auch doof. Kann ich das hier an der Tankstelle einstellen? Eine Tonne Ressourcen verwerfen? Nein. Einziger, was ich mal probieren könnte, wäre zum Beispiel, das ist ja jetzt ein ganz normales Fahrzeugdepot. Wenn ich jetzt sage, ich nehme kein Fahrzeugdepot, sondern Tankstelle, nee, Werkstatt, Wartung, einen technischen Dienst. Das wäre ja an sich technischer Dienst kostenlos. Wie gesagt, ich muss ja so mal ein bisschen hier rum experimentieren, ob das dann darüber besser funktioniert. Müssen wir da mal abwarten. Jetzt ein bisschen herausfinden. So, jetzt würde ich aber ganz gerne Depot oder Arbeitsplatz wechseln. Eines der Fahrzeuge kann zu diesem Depot geschickt werden. Dieses Gebäude ist nicht als Depot oder Arbeitsplatz für das aktuelle Fahrzeug geeignet. Fahrzeug reparieren. Halt löschen. Technische Dienste. Neues Fahrzeug kaufen. Zeige alles. Abwassertank, Schneeflug. Ne, das bringt uns auch nichts. So, wir weisen erstmal das der Grenze zu. Was? Bin gerade ein bisschen irritiert. Hier erstellen. Laden 100%. Aber ich kann nicht warten, bis er machen. Weil dann kann da kein anderer tanken. Aber wäre es da nicht vielleicht schlau? Hey, warum habe ich jetzt hier zwei Linien? Lol. Moment. Nein, nicht verkaufen.
wir der Linie? Benzin, Tankstelle. Zollhaus? Ja. Zollhaus, Tankstelle. Station 2, Fahrzeuge. Und da sind. Lol. Okay. Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Egal, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Ich stelle dann einfach mal ein, warte mal ganz kurz. Also hier wird wirklich nur das geladen, bitte, und das hier bitte entladen. Punkt Ende. Und hier warte ich einfach, warten bis er. Mache ich einfach mal. Genau, okay, dann planen wir jetzt weiter. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gewisse Sachen planen. Also, Punkt 1 brauchen wir erstmal Wohngebiete. So, wir müssen erstmal gucken, dass wir relativ wenig, mit relativ wenig Material viele Leute ankriegen. 30, 30, 30, 10, 20. So, und die sind schneller. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall tatsächlich die hier nehmen. So, das heißt, ich würde ganz gerne vielleicht einmal schauen, dass wir die hier. Ja, das wird jetzt ein bisschen tricky. Mal ein bisschen mehr Platz lassen hier. So, also das sind jetzt erstmal dann 40, ne? Ah, komm. Zack. Da haben wir dann 40. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Also wir brauchen natürlich erstmal einen ganzen Haufen eigentlich, ne? Dann lassen wir ein bisschen Platz. Dann machen wir daraus. Äh, 80. Dann machen wir nochmal eins. Dann machen wir 120 raus. So. Genau, jetzt haben wir da schon mal drei Häuschen. So, die müssen wir jetzt aber erstmal ganz auf. Niedrige Priorität stellen, weil die will ich erstmal quasi noch gar nicht bauen. Weil wir nämlich gewisse Sachen erstmal im Vorfeld bauen müssen. Bevor wir irgendwelche Leute da einziehen. Ja, das heißt, Bürger bekommen erstmal gar nichts, auch wenn die das jetzt irgendwie dahin bauen. Will ich nämlich nicht. So, was wir nämlich in erster Linie jetzt erstmal brauchen, ist Strom. So, und da würde ich. Wir wollen jetzt mal einen Mittelspannungsschalter. Können wir den einfachen eigentlich nehmen. So, das heißt, wir müssen erstmal von hier, von der Grenze hier oben, erstmal irgendwie Strom hier hin. Das heißt, ich das Ganze mal hier vorne hin. So, das heißt hier, das ist erstmal das Erste, was gebaut wird. Erstmal Strom hier oben haben. Genau, das heißt, hier können wir dann unterirdisch dann dementsprechend Strom hier rüberlegen. Dann brauchen wir nämlich noch ein Umspannwerk. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier ein Umspannwerk hinbauen, dann seht ihr quasi alles, was jetzt hier drin ist. Ja. Das heißt, wir können das Ganze dann irgendwie, also nicht vielleicht hier hinbauen. Ich glaube, hier wäre es ganz gut. Genau, machen wir mal hier das Umspannwerk hin, dann ist das auf jeden Fall schon mal alles mit. Genau, was wir dann natürlich noch brauchen, ist erstmal noch eine Straße. Würde ich tatsächlich so machen auch, dass die erstmal hier gerade durch. So. Dann machen wir die. Ah, Hilfe. So, und die ziehe ich dann einfach mal hier gerade durch. Insofern, was gerade funktioniert, ne? Genau, dann brauchen unsere Leute. Erstmal natürlich einen Lebensmittelmarkt. Da würde ich erstmal sagen, das kleinste. Kiosk nicht, aber einen Lebensmittelmarkt, einen kleinen brauchen sie auf jeden Fall schon mal. Ohne das Ding geht mal gar nichts. So, jetzt
Oh, den brauchen wir auf jeden Fall erstmal in den Lebensmittelmarkt. Und den würde ich sagen, machen wir dann so, dass der direkt an die schließt. Mal das Pop-up-Fenster, wo ich es gar nicht haben will. So. So. Der wird auch erstmal nicht gebaut. Unwichtig. So. Dann brauchen wir. Brauchen wir auf jeden Fall eine Kneipe. Ohne Kneipe geht bei den Jungs hier gar nichts. Brauchen wir da eine Kneipe hin? Ebenfalls erstmal ganz, ganz niedrige Priorität. Dann brauchen wir als nächstes Kultur, Kino. Das lasse ich erstmal weg. Das machen wir später. Dann brauchen die noch ein kleines Einkaufszentrum. Wir können natürlich direkt ein großes bauen, ne? Das einmal und wir haben einmal das hier. Ah ja, nehmen wir erstmal das hier. Vielleicht dann auch auf einen Fußweg ran. Ja, aber wir müssen auch mal gucken, dass wir alles, was wir jetzt hier hinbauen, dementsprechend dann auch mit allem versorgt ist, ne? So, jetzt haben wir das schon mal. So, jetzt brauchen wir ein kleines Krankenhaus, brauchen wir. Dann noch ein kleineres. Linie klein. So, dann können wir ja das hier machen. Kleine Klinik hinbauen. Genau, dann würde ich hier vorne noch mal kurz eine Straße durchgehen. So. Und dann würde ich als nächstes hier irgendwo, als nächstes wäre ja gut, Klinik haben wir jetzt. Brauchen wir erstmal einen Kindergarten. 392, erstmal einen kleinen Kindergarten. Ne? Weil der braucht nicht mal irgendwie einen Straßenanschluss. Finde ich auch schon ganz cool, ne? Aber vielleicht können wir den hier oben. Da ist ja auch wieder so weit weg von den Häusern. Das ist ja wieder das Problem an der Sache. So, da sind dann jetzt die Frage, sind die drei da auf jeden Fall mit drin? Na, der erste auf jeden Fall nicht. Oder das Problem an der. Aber. Ich baue den trotzdem mal ganz kurz einmal dahin, weil noch ist ja nichts gebaut, das ist alles halb so wild. Den machen wir weg. Dann ziehen wir den wieder durch, genau. Jetzt brauchen wir kurz einmal noch einen Fußweg. Weil hier mit den Fußwegen, da kann man auch nochmal eine ganze Menge machen. Dass wir vielleicht einfach mal sagen, pass auf. Verbinden die auf jeden Fall auch einmal komplett mit dem Fußweg. Verbinden wir das hier. Das. 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 Und das. Genau. Und dann können wir hier ganz ebenfalls mit dem Fußweg verbinden. Und dann können wir mal gucken. Und damit ist es erreichbar. Und das ist schon sehr gut. Genau. Dann brauchen wir als nächstes eine Schule. 488, 319. Ja, dann nehmen wir die kleinste natürlich, ne, logischerweise. Machen wir aber folgendes, dass wir die hier. Moment. Die erstmal hier ganz entspannt gerade weiter durchziehen. Na, komm, 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 komm. Da muss ich hin. Genau. So, dann machen wir jetzt hier unten eine Schule. Habt ihr gemerkt, das ist 488, 319. Das ist die kleine erstmal. Aber da ist das Problem, da ist die da hinten natürlich jetzt nicht mit drin. Ne? Und hier ist die auch nicht mit drin. Sieht's hier aus. Da ist die auch nicht mit drin. Aber da könnten wir jetzt mal schauen, ob wir dann vielleicht einfach von hier aus
mit dem Fußweg hier runter gehen. Und dann können wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Schule. Aber, pass auf, wir machen es nochmal anders. Verbinde erstmal irgendwie nochmal ein paar Wege. Das können wir mit dem verbinden, das können wir mit dem verbinden, das verbinden wir mit dem. Genau, der kann hier runter gehen, dann können wir hier noch weiter gehen, dann kann der dahin gehen. Und dann könnten wir, nähern uns der Sache doch vielleicht einfach mal. 219. Aber was ist, wenn ich jetzt den da dran mache? Haben wir dann alle Schulen, alle Häuser mit drin. Tatsächlich sind alle mit drin. Perfekt. Das ist schon mal sehr ordentlich. Also machen wir das Ganze dann dahin. Oh, falsche Schule. Die brauche ich. Die. Genau, machen wir die erstmal hier hin. So. Dann werden wir auch hier noch ein paar Wege hinbauen. So. Das wandert nach dahin. Und das wandert dann einmal nach dahin. So, ja, der ist da ja schon verbunden. Den könnten wir dann hier noch verbinden. Boah, der hat da schon einen, der da, ne, den brauchen wir eigentlich nicht. Okay, jetzt haben wir das. So, stromtechnisch gesehen, wie sieht's da aus? Oh, das sehen wir natürlich jetzt gar nicht. Huh, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber egal. Okay, pass auf. Wir haben jetzt... Lebensmittel, Kneipe, blub, blub, blub. Kriminelle Polizeirevier brauchen wir natürlich auch noch. Das würde ich sagen, bauen wir aber mal hier unten einfach hin. Aber dann brauche ich nicht so ein großes, gibt ein kleineres. Ja, okay. Also Polizei ist auch mal wichtig. Brauchen wir auf jeden Fall. Gerichtsgebäude brauchen wir erstmal nicht. Klinik, Feuerwache. Feuerwache klein, die bauen wir direkt mal nebeneinander. So, dann gucken wir nochmal, dass wir noch ein paar Häuser mit da reinkriegen. Achso, warte mal. Ich würde ganz gerne, glaube ich, dann auch nochmal... Ne, das ist viel. Mittlere. Ach, guck mal, die haben Straßen in beide Richtungen. Na, cool, das wäre ein bisschen doof. Lass uns mal die hier wieder nehmen. Machen wir da eins hin. Dann machen wir hier noch eins hin. Dann machen wir da noch eins hin. Was gut ist, sei mal dahingestellt. So, und was wir jetzt noch brauchen, das sind so ein paar sportliche Aktivitäten. Dass sie auch ein bisschen Sport machen können. Wie zum Beispiel... Hier so ein Fußballplätzchen oder so. Und der ist ja lustig, wenn das Ding da hinzukriegen. Jetzt war wieder viel zu eingebaut hier. Ja, können wir eigentlich so machen. Da kommen die auf jeden Fall dahin. Die kommen dahin. Die können dann da rumlaufen. Aber wir gucken mal. Das kriegen wir bestimmt da noch zusammen. Wir können das noch da dran machen. Das machen wir dann irgendwie. Nee, das ist ein... Nee, nee, pass auf. Das machen wir mal wieder anders. Das machen wir nochmal weg. Ja. Ja, ihr merkt schon, das ist... ja, wie gesagt, man muss viel im Vorfeld tatsächlich auch planen. Das ist echt nicht einfach. Das Problem ist, weil die Sachen auch immer viel zu weit weg sind jetzt. Das ist das Problem. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Also machen wir jetzt erstmal Basket und Volleyball. So, mal hier, können wir doch hier vielleicht noch einen hinkriegen. So, wer kann denn da überall hin, warte mal.
Aber kriegen wir noch nicht vielleicht zwei Sachen nebeneinander hin? Wir müssen auch noch Müll da reinkriegen, ne? Muss ja auch noch. Ah, ne, komm, pass auf. Da war auch nicht so geizig, ja. So, wer kann den Fuß, glaube ich, alles erreichen? Okay, die da hinten jetzt nicht. Aber nicht weiter dramatisch. Dann werden wir dafür da hinten einen kleinen Fußballplatz hinbauen. Den bauen wir dann mal. So, einfach mal hier, würde ich sagen. So. Dafür gibt es dann noch hier einen kleinen Fußweg rüber. Genau, und dann machen wir auch hier hinten noch einen Fußweg raus. Genau, und den ziehen wir dann einfach mal darüber. Und dann könnten wir noch mehr machen. Hallenbad könnte man noch bauen. Schwimmbad, Volleyballplatz. Komm, dann können wir noch, kriegen wir noch einen kleinen Tenniscourt hier hin. Können wir doch hier vielleicht hin machen. Ist doch eigentlich alles bedient, oder nicht? Okay. So, haben wir jetzt alles? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt gucke ich erstmal nach, dass erstmal alles hier auf ganz, ganz niedrig gesetzt wird. Denn es gibt gewisse Sachen, die halt noch im Vorfeld gebaut werden müssen. Genau. So. Okay, jetzt haben wir das erstmal fertig. Erstmal die Fenster wieder zu machen hier. Müssen wir noch rausmachen? Das brauchen wir erstmal nicht. Und das Umspannwerk. Ja, wir gucken mal, wie wir das. Wir machen das alles so Step by Step. Das erstmal weg. Okay, jetzt haben wir das fertig. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Wasserversorgung. Dazu brauchen wir nämlich jetzt erstmal eine Wasseranschlussstation, Wasserpumpe. Ne, Wasserpumpe ist es nicht. Wasserbrunnen. Genau, ein Wasserbrunnen, den brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Favorite Nummer 1, was auf jeden Fall erstmal kommen muss. 93%, das sieht schon mal sehr ordentlich aus. Dann muss... Ja, jetzt pass auf, jetzt brauchen wir eine Wasseraufbereitung. Jetzt mal ganz kurz gucken. R. Ne, wie war das denn? T? Okay, die Wasseraufbereitung läuft dann da hinten rein. Hier können wir die so tauschen. Weil das wäre ganz praktisch, wenn die noch irgendwie zu Fuß erreichbar wäre. Dann brauche ich nämlich keine extra... Und im Strom ist ja auf jeden Fall schon mal drin. So, das ist die Wasseraufbereitung. Die muss auf jeden Fall relativ zügig gebaut werden. Jetzt müssen wir nämlich auch erstmal, jetzt pass auf, eine Wasserleitung bauen. So, das heißt, das Wasser wird hier gepumpt. Dazu brauchen wir aber noch eine Wasserpumpe dazwischen. Die baue ich dann jetzt einfach mal hier hinten hin. Und dann werden wir jetzt die Leitung einmal mit F3 könnt ihr dann unterirdisch quasi gehen. So. Na, das sieht ja mal. Das ist ja mal. Nee, das ist ja mal. Kacke hier. So, das verbinden wir mit dem. Das verbinden wir mit dem.
Dann wird das jetzt einmal hier reingepumpt. Das ist dann soweit erstmal weg. Genau. Und dann brauchen wir eine Wasseranschlussstation. Die müssen wir dann irgendwo hier auch in die Mitte reinsetzen. Am besten, wo auch alles hinkommt. Da ist wichtig, dass alles in irgendeiner Weise bedient wird. Mal kurz gucken, wenn ich hier alles hinsetze. Auf jeden Fall alles drin. Das ist schon mal wichtig. Dann machen wir jetzt hier eine die Wasseranschlussstation hin. Ah, der Tennisplatz ist nicht mehr drin. Braucht der Tennisplatz Wasser? Nein, braucht er nicht. Okay, dann ist das egal. Genau. So, jetzt kommt aber das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Denn wenn wir nämlich jetzt hier vorne die Wasserleitung rauslegen, was ja dann hier rausgepumpt wird, ist alles super. Brauchen wir aber auch hier zwischen noch wieder mal eine kleine Wasserpumpe. T war es, glaube ich. Genau, mit T könnt ihr dann quasi den ganzen Spaß einmal drehen. Dann bauen wir die Wasserpumpe direkt hier vorne irgendwo hin. Genau, und dann verbinden wir jetzt einmal den mit dem. Da würde ich ganz gerne noch einen Verteiler dazwischen setzen. T. Dass wir das Wasser dann später irgendwie noch ein bisschen besser verteilen können. Da muss ich zwar gleich noch mehrere Pumpen bauen, aber das ist mir eigentlich egal. Machen wir da nämlich nochmal eine hin. Dann brauchen wir nämlich hier nochmal eine Wasserpumpe tatsächlich. Genau. So, und dann müssen wir jetzt das Ganze einmal hier ranlegen. Das geht dahin. Das geht nach dahin und das geht nach dahin. Da haben wir schon mal Wasser. Was wir jetzt natürlich noch brauchen. Eine Abwasserstation. Ja, das kommt auch noch dazu. So, da muss man sich auch wieder gucken, dass alles drin ist. Kurz einmal hier rein. Das sieht aber auf jeden Fall alles ordentlich aus. Dann bauen wir die nämlich auch erstmal hier vorne hin. Wupp. Genau, dann wird da nämlich das ganze Abwasser gesammelt. Und das Abwasser muss dann natürlich machen wir erstmal, würde ich sagen, hier unten. Ja, irgendwo ins Wasser, ne? So, wie rum muss das Ding denn? Da sind die Ausgänge. Okay, rauszoomen. Da können wir es auf jeden Fall hinbauen. Da geht's gerade nicht. Da geht's aber. Und da ging es gerade nicht. Was ist denn jetzt los hier? Hä? Warum geht das jetzt nicht? Hä? Hallo? Warum konnte ich das nicht hinsetzen? Ist so der Ausgang. Hallo? Kann ich das hier irgendwo hinsetzen? Ja, aber. Hä? Warte mal. Jetzt ich leicht verwirrt. Was ist, können wir das dann hier hinsetzen irgendwie? Ah, da geht's jetzt. Okay, pass auf, dann können wir das jetzt hier hinsetzen. Zack. Dann wird das jetzt da hingebaut. So, und jetzt müssen wir allerdings hier oben gucken, dass wir da irgendwie noch einen Fußweg hinkriegen. Dass die LKWs aber da auch hier runterfahren können. Genau, und den können wir aber später auch wieder abreißen. Also den brauchen wir dann, glaube ich, nicht fest drin. Ja, machen wir mal so erstmal, ne? Umlegen können wir später noch. So, das setzen wir auch erstmal auf niedrig. Genau, zack.
Okay, so, das. Niedrig. Niedrig. Wir werden dann eins nach dem anderen dann dementsprechend hochziehen, was erstmal, glaube ich, mit das Wichtigste wäre. Einige Sachen gehen schnell, einige Sachen gehen dann nicht so schnell. Genau. So, warte mal, hier brauchen wir auf jeden Fall ein paar Fußwege, glaube ich, ne? Genau, da brauchen wir noch einen Fußweg, da brauchen wir noch einen Fußweg. Sonst kommt da nämlich keiner hin. Genau, dann haben wir das soweit fertig. Und dann würde ich jetzt ganz gerne... Brauchen wir noch ein Heizkraftwerk. Mhm. Genau, da müssen wir mal gucken, dass das auch fußläufig erreichbar ist. Ja, das können wir ja eigentlich hier hinsetzen, ne? Aber können wir das auch mal tauschen mit T? Danke sehr. Wollen wir das dann hier hinsetzen? Dann wäre da auf jeden Fall erstmal eigentlich alles mit drin und abgedeckt, ne? Ne, das geht ja jetzt nicht. Dann machen wir das. Pass auf, wir bauen das einfach mal so hier hin. Genau. Das machen wir aber auch erstmal auf niedrig. Genau, okay. Pass auf, jetzt haben wir ein Heizkraftwerk. Wasser ist am Start. Jetzt brauchen wir ein bisschen Müll. So, da würde ich sagen, mal Müllcontainer. So, dann brauchen wir nämlich mehrere. Die müssen allerdings auch sein. So, warte mal, das sind... Ich kann mal hier etwas größere nehmen, ne? Dann brauchen wir nicht so viele von denen. Kann aufgrund... Was ist, wenn wir das jetzt umdrehen? So machen? Eins, zwei, drei. Die sind drin, die sind drin, die sind drin. Dann mache ich hier einfach einen hin. Und dann mache ich hier oben noch einen hin. Dann sollte doch eigentlich alles mit drin sein, oder? So. Oder soll mich auch noch... Warte mal, wie weit kann man das erkennen? Na ja, gut, spielt erstmal keine Rolle, glaube ich. Okay. Machen wir den auch noch raus. Genau. Okay, gut, das haben wir erstmal soweit ein bisschen vorgeplant. Und dann würde ich sagen, boah, 48 Minuten hier durch. Starten wir jetzt aber trotzdem schon mal so ein bisschen mit dem Bau. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal... also, starten wir Straßen, die... Depots, Gefracht, Betankung, nein, Depots, Depot, Depot, Depot. Ne, warte mal, Bauindustrie war es, genau. Jetzt brauchen wir erstmal ein Baubüro. Baubüro kostet. So. Wobei, lass uns die Baubüros mal direkt neben die Tankstelle setzen, glaube ich. So, machen wir nämlich erstmal einmal den. Dann kaufen die alles an der Grenze natürlich ein. So, und das erste, was ich tatsächlich bauen würde, wäre nicht die Wasserpumpe. Erstmal den Strom tatsächlich. Hohe Priorität. Und dann haben wir hier einmal das hier, genau. Dann müssen wir noch Stromleitung legen. Fällt mir gerade noch ein, das dürfen wir nicht vergessen. Dann nehme ich dann, welche nehme ich dann? 1,5 und 2,35. Die haben natürlich ein bisschen mehr Dampf, sind aber auch teurer. Aber brauchen wir die hier? Nee, ne? Und hier nehmen wir ganz normal die 1,5er. So, machen wir den mal dahin. Den ziehen wir dann hier hin. Und der wird dann einfach mit dem verbunden. Und der hier geht dann einmal hier hoch. Und wird dann mit dem verbunden. Damit sollte das eigentlich erledigt sein, ne? Genau, jetzt müssen wir noch die Abwasserleitung legen, fällt mir gerade ein.
Eieieiei. Genau. Jetzt müssen wir noch die Abwasserleitung legen. Das kommt ja auch noch dazu. Eieiei. Wasser, Abwasser. So, das heißt, wir müssen auch hier. Das ist eine Abwasserstation, haben wir gebaut. Könnte ich eigentlich erstmal hier auch eine Pumpe dazwischen setzen? Ja, aber die Pumpe brauche ich dann, glaube ich, mal hier vorne hin. Da geht dann die Pumpe hin. Dann mache ich davor, dahinter einen Verteiler. Dann brauche ich... Ne, warte mal, den Verteiler setze ich davor. Ne, dann brauche ich da auch noch eine Pumpe. Das ist aber da doof. Also ich komme zwangsläufig nicht darum, Pumpen zu bauen. So, also das nach dahin. Das geht nach dahin. Dann brauchen wir tatsächlich noch mal eine Pumpe. Nee. Pumpen wir mal auf 5 Meter mal. Das ist schon mal sehr wichtig. So, und dann kann die eigentlich das Rohr hier rein. Jetzt verbunden. Nee, warte mal. Abwasserpumpe. Nein, oh, war doch richtig. Ach, der macht dann die Pumpen automatisch dazwischen oder was? Warte mal, reiß die nochmal alle ab. Nee, hä? Hey, Moment. Abreißen. Ja. Abwasserzusammenfluss. Nee, war doch richtig. Ah, war doch eine Pumpe. Genau, und dann kann das hier da unten rein und dann müssen wir jetzt hier unten noch einmal geplante Infrastruktur mit Ressourcen bauen. Dann heißt es Abfahrt. Genau. So, und das setzen wir erstmal alles auf niedrige Priorität. Das wird erstmal alles wirklich Ewigkeiten dauern, glaube ich. Niedrig. Ja, das wird echt. So. Eine Sache wird mir trotzdem, glaube ich, noch fehlen. Setzen, dann haben wir die auch fertig. Die können wir ruhig auf. So, und damit starten wir jetzt mit den beiden. Genau, jetzt haben wir den Strom. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, ne? Genau. Oben haben. Ah, doch, warte mal. Eine Sache fehlt noch, nämlich das Umspannwerk. Nee, das habe ich doch schon mal als erstes gebaut. Gut, so, okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Fahrzeuge. Und zwar wollen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir haben ja gesagt, wir starten jetzt mit dem Strom. Das heißt, wir wollen jetzt Beton, Kies und Asphalt. Erstmal. Und was immer ganz wichtig ist, was ihr euch auch mal holen solltet als erstes,
wie gesagt, gibt erstmal den Grenzübergang als Quelle zu. Fällt hier erstmal auf 3000 Meter auf hoch ein und dann seht ihr auch, ob das alles reicht von der Entfernung her, dass sie auch dahin fahren. Sonst wird das nämlich nicht. Genau. Dann machen wir Folgendes. Werden wir jetzt ein Fahrzeug. So, wir brauchen immer erstmal einen Bagger. So, da würde ich so mal anfangen, würde ich den kaufen. Die fahren zwar beide gleich schnell. Aber der ist ein bisschen günstiger. Wir müssen ein bisschen Geld sparen. Davon kaufen wir jetzt erstmal einen. Dann brauchen wir für Dingens brauchen wir auf jeden Fall erstmal einen Kipper. Der hat 25 Tonnen, das ist viel. Ich würde glaube ich den hier nehmen. Das ist ein guter Mix. Also 10 Tonnen, 7,5 Tonnen, wobei der 7,5 Tonnen auch nicht schlecht wäre, glaube ich. Würde ich mal einen erstmal von kaufen. Zwei. Machen wir zwei von. Auf jeden Fall. Dann brauchen wir eine offene Ladefläche. Da würde ich ebenfalls die, glaube ich, nehmen, die Geschichte. Einen davon. Dann brauchen wir direkt noch ein zweites Baubüro. Weil ich glaube, ich lasse das mal ein bisschen schon mal anlaufen. Dann können die Fahrzeuge schon mal kommen, schon mal tanken fahren. So, nochmal Bauindustrie. Ein Baubüro kostenlos. Dann müssen wir hier noch ein zweites bauen. Bauen wir dann nämlich dahin. Also wir dann auch mal kurz einmal der Grenze zu. Was brauchen wir denn jetzt? So, wir haben jetzt... Ja, gute Frage. Keine Ahnung, was wir jetzt bestellt haben. Mal ein bisschen Gas. Also, der ist klar. Wir haben zwei Kipper, einen Bagger und einmal eine offene Ladefläche. Dann brauchen wir noch einmal eine Zugeladefläche, glaube ich. Ah, einen Betonmischer brauchen wir noch. Genau, einen Betonmischer brauchen wir noch. Und dann brauchen wir abgedeckte Ladefläche. Nehmen wir mal Gesamtkapazität. Würde ich am liebsten tatsächlich die hier nehmen, ne? 5, 2. Ah, nehmen wir die hier. Dann haben wir jetzt eigentlich alles. Ja, das ist jetzt das Problem, weil er jetzt da steht. Und wartet bis leer, ne? Und jetzt fährt er halt immer zur Grenze. Ich weiß nicht, wie man das einstellen kann. Dass die Fahrzeuge nicht immer alles. Also das heißt, wenn die Dinger voll sind, dass sie dann quasi gar nicht dahin fahren. Aber kann ich einfach so vielleicht machen? Müssen wir mal ein bisschen ausprobieren. So, jetzt schaut mal, jetzt hier oben fährt jetzt der erste Bagger hoch. Also Part 1 wird jetzt erstmal das wird jetzt erstmal einen Haufen an Material natürlich auch kosten. Es kann natürlich auch zwischendurch sein, dass wir noch was vergessen haben, ne? Kann man sich jetzt nicht von freisprechen. Wir müssen mal gucken, was der gute Herr jetzt macht. So. Da ist der Tanker und der hat 7 Tonnen geladen. Aber das Problem ist, dann fährt er ja da immer hin. Das ist ja eigentlich immer ein bisschen... Vielleicht wisst ihr das ja. Ich weiß es gerade nicht, tatsächlich. Ich mache dann einfach die 20% und dann... Sollte dann erstmal reichen. Oder werden wir mal gucken.
Und ihr seht ja auch, unser Geld schwindet jetzt dahin, weil wir einen ganzen Haufen an Fahrzeugen gekauft haben. Das müssen wir jetzt erstmal alles aufbauen, ne? Die gesamte Infrastruktur hier. Wisst ihr, was ich noch vergessen habe? Bus. Klar, ich brauche noch einen Bus, sonst kriege ich da gar keinen Arbeiter ran. 52, 40, 80, 50, 51, 8, zu wenig. Ich würde mal den mit 40 nehmen, glaube ich. Na, nehmen wir mal den. Na klar, einen Bus habe ich vergessen, so kriege ich gar keinen Arbeiter ran. Das heißt, wenn wir nämlich jetzt auch hier ein bisschen Gas geben. Fährt jetzt erstmal dahin, jetzt fährt der gute Herr erstmal tanken. Und jetzt fährt er zur Grenze. Genau. Und jetzt geht der ganze Spaß hier oben erstmal los. Also wichtig ist erstmal Strom und Wasser, ne? Das muss jetzt erstmal hier passieren. Ja, das können wir ja auch um Mittel setzen. So. Aber da kommen jetzt die ersten Bauarbeiter. Die sollen jetzt eigentlich zum Umspannwerk fahren. So, das Material nämlich schon mal da. Dann wird das nämlich schon mal fertig gebaut. Und das haben wir auch auf mittlere Priorität. Das ist auch auf mittlere Priorität. Das heißt, das sollte dann auch relativ schnell gehen. Das ist auch auf Mittel. Dann passt das erstmal. So, wenn es natürlich regnet, ne, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann sind die Fahrzeuge natürlich auch extrem langsam. So. So, und hier sehen wir natürlich, ne, hier sind jetzt so und so viele Arbeitskräfte. Ich weiß nicht, ob er so viel mitnimmt. Hier staut sich jetzt ein bisschen, ne? Genau. Aber das ist immer ganz cool eigentlich. Wie gesagt, ich mache jetzt erst hier oben Strom, Wasser und dann ziehe ich nach und nach das Heizkraftwerk hoch. Dann ziehen wir die ganze Infrastruktur und dann werden erst die ersten Wohnhäuser tatsächlich hochgezogen. Das werden wir dann natürlich also alles so Step by Step dann machen. Warum regnet das denn jetzt so viel? Was transportiert ihr da gerade? Guck mal, Elektronikteile. Bin, glaube ich, hier drin. 017. Nee, doch. Genau, dann werden die als nächstes gebaut. Ja, guck mal, da steht das Ding schon. Und dann werden jetzt die. Fehlt nur noch der Stahl. Der ist auch da. Brauchen wir erstmal nur noch Arbeiter hier. Na, er buddelt schon hier fleißig rum. Die Rohre. Ja, genau. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Gut, dann würde ich sagen, wenn das ganze Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nicht schlecht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.